Ich hatte mal ein richtig komisches Online-Date und zwar mit einem Typen, der mit einem Dracula-Mantel zum Treffen erschienen ist und mit einem Gehstock, der einen Totenkopf obendrauf hatte. Ich habe mir überlegt, dass wir joggen gehen. Ich war ihm zu langsam und deswegen meinte er, mich mit Rindenmulch abwerfen zu müssen. Was? Schreibt er mir auf dem Weg von der U-Bahn-Station zu diesem Ort, wo er gesagt hat, der Adresse. Ja, es ist eigentlich nicht sein Zuhause, sondern es ist ein angemieteter Kellerraum. Wow! Dass ich da irgendwie voll in diesem Online-Dating-Sog drin war bei Tinder und geswiped habe, das ist ja auch eine gewisse Form von Sucht. Und wenn du ein Match hast, das löst halt positive Gefühle in dir aus. Ja. Was war denn die längste Zeit, die ihr mal an einem Tag mit Online-Dating verbracht habt? Boah, ich habe auf jeden Fall einmal meine S-Bahn-Station verpasst, deswegen. Also voll im Tinder-Sog drin. Bei dir? Bei mir war das meistens nachts eigentlich. Also es waren nur 5 Minuten, aber am Ende waren es dann 30 oder 60. Gerade wenn man nichts anderes zu tun hat, passiert das, glaube ich, schnell mal, ne? Dass man einfach in diesem Sog so drin ist. Das ist der Grund, warum wir diese Reihe auch machen. Wir stellen uns nämlich die Frage, wie abhängig sind wir von Online-Dating? Heute schauen wir uns eure skurrilsten Dating-Geschichten an und ich spreche mit euch beiden auch darüber, wie kriegt man es denn richtig hin? Wie kann man denn erfolgreich sein beim Online-Dating? Maxi, du bist heute hier bei uns, um ein bisschen die schwule Perspektive auf Online-Dating mitzubringen. Wie ist das bei euch? Würdest du sagen, dass bei euch Online-Dating wichtiger ist als jetzt in der Hetero-Welt, sag ich mal? Ja, bei den Freunden, die auch schwul sind, da funktioniert eigentlich das meiste über Online-Dating und über verschiedene Apps gleichzeitig. Also da benutzt man dann vielleicht Tinder, Grindr, Gay Romeo, alles gleichzeitig. Und ich erinnere mich noch genau an das erste Mal, wo ich einen Typen getroffen habe. Da bin ich nämlich aus dem Münchner Umland, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, in die Stadt reingefahren. Das war noch die Phase, bevor du geoutet warst. Genau, da war ich noch ungeoutet. Und ich hatte die ganze Zeit über das Gefühl, hoffentlich sieht mich niemand. Weil jeder, der mich sieht, weiß sofort, dass ich auf dem Weg bin zu einem Date mit einem Mann. Das steht mir so dick auf der Stirn geschrieben, das erfährt dann jeder. Das war dein sofort. Gefühl, oder? Das war mein Gefühl, genau. Pia, wir kennen uns ja schon von einigen anderen Drehs. Heute bist du aber hier als Psychologin, als Expertin sozusagen für Online-Dating. Du hast dich ja gerade damit auseinandergesetzt, ein Buch dazu geschrieben. Sind die alle Single, die Leute, die da drauf sind? Weil das ist ja das, was man denkt oder vielleicht auch selber erhofft, wenn man Single ist und jemanden sucht. Ja, aber nee, das hat mich auch richtig erschrocken. Das weiß ich noch, das war am Anfang von meiner Buchrecherche und ich war nur so, bitte was? Weil einfach die Hälfte von den 18- bis 27-Jährigen auf Tinder nicht Single ist. Aber sind die dann in der offenen Beziehung? Naja, oder nö. Also die meisten sind tatsächlich einfach in einer... Nö, einfach nein. Ja. Die meisten sind in einer ganz normalen Beziehung, also in einer geschlossenen Beziehung, sage ich jetzt mal. Also warum, wenn du in einer geschlossenen Beziehung bist, warum ist man dann auf den Dating-Apps? Ego-Boost. Das ist halt wirklich der Punkt, ne? Also Marktwert checken, so, wen man noch so haben könnte. Mhm. Ego-Boost durch Matches, weil man fühlt sich ja gut, wenn man ein Match hat. Und als ich das so irgendwie verstanden habe, hat sich so viel für mich, also es hat auf einmal alles Sinn ergeben, weil, ne, wenn du dann irgendwie ein Match hast und die Person auch anschreibst und dann kommt aber keine Rückmeldung, so. Ja. Und dann dachte ich so, ach, die Person verheiratet, ist sie vergeben, ist sie Single? Ist sie überhaupt schwul? Das kommt bei dir noch dazu. Stimmt. Genau, ja. Wir haben von der Redaktion uns kleine Aufgaben für euch ausgedacht. Die werden wir gleich machen. Und ich würde euch vorher aber noch ein Video aus unserer Community einmal zeigen. Ja, ich verbringe sehr viel Zeit auf Online-Dating-Plattformen, habe auch mehrere installiert. Das führte dazu, dass ich teilweise in Hochzeiten 2 Dates an einem Tag hatte und auch einfach sehr viele in einer Woche. Ich hatte deswegen auch schon echt komische Dates. Im Nachhinein betrachtet hätte ich wahrscheinlich beim ersten Date schon stutzig werden sollen, als er mir meine Schnürsenkel unterm Tisch im Restaurant zusammengebunden hat. Ich habe mir überlegt, dass wir joggen gehen. Ja, ich war ihm zu langsam und deswegen meinte er, mich mit Rindenmulch abwerfen zu müssen. Was? Das fand ich nicht cool und es tat auch weh. Seine letzten Worte an mich waren, ich dachte, ein bisschen Humor täte dir ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Mit Rindenmulch? Ja.
Boah, das ist schon sehr respektlos. Das ist schon, ja. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Obwohl diese Storys total absurd klingen, hat sie das trotzdem nicht abgeschreckt. Und sie ist immer noch weiter dabei, online zu daten. Was der Grund ist, warum wir mit ihr ein Special-Experiment machen wollen. Wir wollen eine besondere Folge mit Eileen aufnehmen. Also wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann klickt auf jeden Fall hier auf Abonnieren. Ich finde es schon krass, dass die Online-Dating-Plattformen wirklich darauf ausgelegt sind, dass du ja sehr viel Zeit darauf verbringst. Das ist klar, so verdienen die ihr Geld. Genau, ist wie ein Spiel. Sehr krass Gamification bei diesen Plattformen. Und wenn es um die Frage geht, wie abhängig sind wir davon, dann stellt sich ja da auch so ein bisschen die Frage, sind die Plattformen halt auch sehr darauf ausgelegt, abhängig zu machen von ihnen. Voll, als ich da irgendwie voll in diesem Online-Dating-Sog drin war bei Tinder und geswiped habe, das ist ja auch eine gewisse Form von Sucht irgendwie, ne, dass man davon nicht loskommt. Und das ist ja wirklich dann so, wenn du ein Match hast, das löst halt positive Gefühle in deinem also in dir aus. Dementsprechend sagt das Gehirn, aha, okay, weiter swipen, weil ne, dann wird wieder Dopamin ausgeschüttet. Diese Beschreibung gibt mir so ein bisschen so Sucht-Drogen-Vibes. Könnte man das so vergleichen? Ja, an sich schon. Der Mechanismus ist sehr ähnlich. Ja. Es gab da eine Studie und die hat gezeigt, dass wir im Durchschnitt 11-mal Tinder öffnen am Tag. 11-mal? Und dann ja, zwischen 7 und 9 Minuten swipen. Also das finde ich schon krass. Das ist eine Stunde, mehr als eine Stunde am Tag. Krass. Weißt du denn, wie lange man pro Swipe braucht? Also wie lange man braucht, um zu checken, hey, diese Person ist was für mich oder nicht? Ja, du weißt halt schon, in den 0,1 Sekunden weißt du schon, ob die Person vertrauenswürdig rüberkommt, dir sympathisch ist und du die auch irgendwie natürlich attraktiv findest. Und 0,1 Sekunden fällst du ein Blitzurteil, das ist schneller als ein Wimpernschlag, ne? Das müsst ihr euch mal überlegen. Und bei mir war es so, ich habe mich halt echt auch einfach auch mal auf dieses Blitzurteil verlassen und habe so intuitiv geswiped, weil bewusst war das nicht. So schnell denkt, kann dein Gehirn gar nicht denken und verarbeiten. Und eine Freundin von mir zum Beispiel, aber die guckt sich halt jedes Bild einzeln an und liest alles genau durch und so. Bei mir ist halt immer so links, links. Also du guckst dir nur das erste Bild an und entscheidest Und dann aber, wenn ich halt ein Match habe, dann gucke ich es mir halt genauer an. Was halt interessant, aber, ja, also das finde ich interessant. Total unfair, ja, du schätzt gar nicht die Texte genau, wert, die das Leute schreiben. Und das habe ich halt auch durchs Buchschreiben gelernt und dann auch verändert, weil das natürlich, ne, also Online-Dating, man sagt ja immer, es ist so mega oberflächlich. Aber durch Bilder und Profiltexte kannst du es halt weniger oberflächlich machen, weil du halt was über dich erzählst. Also bewusster tindern. Ja, voll. Ja. Das ist super wichtig, um es halt weniger oberflächlich zu machen. Was muss ich beachten, wenn ich mein Profil erstelle? Was kommt gut bei Leuten an? Gibt es da irgendwie so Tipps, die du hast? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man authentisch ist. Aber wie bin ich denn authentisch? Ja, dafür muss man natürlich erstmal wissen, wer man selbst ist, ne? Das ist gar nicht so leicht. Also ich habe da einen Kumpel gefragt, den ich schon ganz lange kenne, und habe ihn gefragt, so hey, was zeichnet mich denn aus so für dich, ne? Wer bin ich denn in deinen Augen? Und das hat mir total geholfen, das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man sich da unsicher ist. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Pia, dass ich dir deine Aufgabe gebe. Trommelwirbel. Zeig uns deine schlimmsten Tinder-Profilbilder, die du wirklich keinem empfehlen würdest. Oh, so richtige No-Gos. Also, ich hatte tatsächlich gar nicht mehr meine Bilder, die ich mal hatte. Aber ich habe hier eins vom Frühstücksfernsehen, wo ich so richtig doll geschminkt bin. Das so ist dann zu over the top. Genau, das ist einfach zu over the top. Das sieht überhaupt nicht natürlich aus. Und dann hatte ich auch noch so ein Bild drin, so richtig gestellt, weil ich so eine Pizza irgendwie hatte, so ein Pizzastück, und habe dieses Pizzastück so angelacht, so als ob das Pizzastück mir einen Witz erzählt hätte, so ungefähr, so haha. Also so super gestellt und überhaupt nicht authentisch. Und ich habe dann aber das ausgetauscht, such es mal eben raus, gegen ein Foto, das hier. Das war halt wirklich so ein Schnappschuss. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen wegen dieses Bildes. Die haben alle so geschrieben, hey, ne, voll sympathisch, wie du in die Pizza beißt. So, oder wann gehen wir mal eine Pizza essen? Oder hey, was ist auf der Pizza drauf? Das war so der Gesprächsopener für voll viele Konversationen auf Tinder. Diese Beschreibung auf dem Online-Profil ist, glaube ich, für alle Leute total schwierig. Aber es gibt Menschen, die haben noch ganz andere Hürden dabei. Und wir haben ein Video dazu aus unserer Community bekommen, was ich euch da ganz gerne mal zeigen würde. Ich weiß nicht, wie ich Frauen anschreiben soll als Transperson. Ich hatte das auch von Anfang an in meinem Profil stehen. Ist das halt immer so eine heikle Sache, weil meistens dann auch unangenehme Fragen kommen, was halt häufig gerne mal passiert. Und mir war sowas halt von Anfang an total egal, weil ich verliebe mich einfach mehr in den Menschen als in den Körper, in den der Mensch steckt. Ich war echt schüchtern und sehr, sehr nervös und habe dann gefragt, ob wir uns nicht treffen können zum Haare färben, weil ich zu
ängstlich war zu fragen, ob wir ein Date haben wollen. Und ich habe mich ja aber auch nicht getraut. Das war, ich glaube, am Ende davon haben wir gefragt, was das eigentlich war. Ja, also ich glaube, dieses Wochenende, Date-Wochenende war, es war das Beste, was uns eigentlich passieren konnte. Definitiv, auf jeden Fall unvergesslich. Ja, voll schön. Ja. Ich finde es total gut, dass Jesse das reingeschrieben hat in seinem Profil, dass er auch gesagt hat, für ihn war das überhaupt gar keine Frage, ob er es macht oder nicht. Aber am Ende ist es schon noch ein Punkt, dann der einzelnen Person zu entscheiden, ob sie diese Information preisgibt, weil es gibt da leider auch viele Negativbeispiele, dass Menschen halt einfach dann dadurch fetischisiert werden, ja, durch diese bestimmten Merkmale. Und ich glaube, deswegen ist es umso mutiger, das dann auch ins Profil zu packen. Sagen wir mal so, ich match mit jemandem. Mhm. Und ich verstehe mich gut mit der Person, ich schreibe. Gibt es da irgendwie so eine goldene Regel, wie lange man schreiben sollte mit einer Person, bevor man das erste Mal so ein Treffen erwähnt? Im Studien haben herausgefunden, dass zwischen dem 17. und dem 23. Tag nach dem ersten Kontakt versucht, dass da eine gute Zeit ist, um sich zu treffen. Und ich dachte nur so, was? Weil ich bin so Person, oh Gott, ja, sofort treffen, weil sonst verschwende ich ja im Zweifel meine Zeit. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, deine Aufgabe zu lösen. Das schlägt mir bis zum Hals. Zeig uns die Nachrichtenverläufe mit deinem letzten Online-Dating-Match. Ich will wissen, wie das passiert ist, dass es dann zum Treffen gekommen ist. Wie habt ihr euch, ne, was habt ihr so geschrieben vor dem Treffen? Was habt ihr dann nach dem Treffen so geschrieben? Ich habe noch die ersten WhatsApp-Chat-Verläufe. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nichts geschrieben. Mein Freund hat mir zuerst geschrieben. Ah, er ist jetzt dein Freund. Genau, er ist jetzt mein Freund, ja. Hi Maxi, hier mein Freund. Und ich habe geschrieben, hey, alles klar, wow. Sehr kreativ. Ja. Ja, und er hat dann das umgesetzt, was du erzählt hast eigentlich. Bestens, witziges Profilbild. Wird das ein Vorschlag zum Essen? Und dann ein Burger-Emoji, weil ich meine, dass ich damals seitlich so in einen Burger gebissen habe, weil ich auch einfach wahnsinnig gern esse. Die Essensbilder. Ja. Ja. Wir haben uns dann zum Essen verabredet. Und da sehe ich auch, das war auch das, was mich am meisten gecatcht hat, nämlich wenn jemand einfach Sätze mit mehreren Wörtern schreibt und Gegenfragen stellt. Und dann, ganz lustig, haben wir uns Sprachnachrichten ausgetauscht das erste Mal. Oh. Und magst du die abspielen? Ich kann mal meine abspielen. Ich habe die mir noch nie angehört, glaube ich. Oh, jetzt bin ich richtig gespannt. Ja. Ja, wer ist montags nicht müde, ist die Frage. Jeder eigentlich. Aber erst vor einer Viertelstunde aufgestanden, machen wir jetzt erstmal Eier zum Frühstück, Kaffee und so. Gehe ich vielleicht noch ins Gym heute auch. Boah, wie unsympathisch. Ich habe nicht mal eine einzige Gegenfrage gestellt. Ich habe einfach nur von meinem völlig belanglosen Tag erzählt. Aber ich habe daraufhin eine sympathische Stimme Emoji bekommen. Ich glaube, viele Leute haben ja immer total Angst, wenn sie auf ein erstes Date gehen, dass es super awkward wird und dass man einfach überhaupt gar nicht weiß, wie man sich richtig verhalten soll. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man besonders cool rüberkommt? Boah, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, weil das nimmt schon so viel Druck, finde ich. Weil wenn man sich irgendwie so super schick macht für ein Date und irgendwas anhat, wo man sich vielleicht gar nicht so drin wohlfühlt, dann stresst es halt einen. Und eine Date-Location vorschlagen, mit der man sich wohlfühlt und nicht irgendwas total abgespaced ist. Dann auf jeden Fall auch sich keinen Stress machen, wenn man erstmal Smalltalk hält, weil das ist super. Dann kannst du erstmal so eine Gesprächsgrundlage und kannst dann immer noch in die Tiefe gehen. Was ich auch ganz cool finde, es gibt die sogenannten 36 Fragen zum Verlieben, um sich ein bisschen deeper kennenzulernen. Ich habe sie auch mal bei einem Date gemacht. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Was sind deine größten Ängste? Na, mit wem würdest du gerne mal essen gehen, wenn du freie Wahl hättest? Bei mir war es so, bei diesem Date, wir haben so viel übereinander erfahren, was wir vielleicht sonst in 4, 5, 6 Dates nicht übereinander erfahren hätten. Gibt es irgendwelche Tipps, wie man die eigenen Absichten, was man denn möchte von diesem Date, besonders klar machen kann? Und vor allem wann, ab welchem Punkt? Also du kannst bei den Dating-Apps, kannst du ja schon einstellen, was du suchst. Zum Beispiel kannst du bei Tinder, glaube ich, bei Bumble auch, kannst du einstellen, ob du eine Beziehung suchst, irgendwie was Lockeres. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das einfach direkt schon einzugeben. Manche schreiben es auch einfach direkt ins Profil gleich, was sie suchen, vor allem welche Position, welche Vorlieben sie haben beim Sex. Genau, damit halt einfach alles möglichst klar ist. Eigentlich ja cool, ne? Eigentlich cool, es ist sehr viel sexpositiver, glaube ich, als andere Dating-Plattformen wahrscheinlich, so wie ich das jetzt erfahre. Was ist so deine verrückteste
Dating-Story? Ich glaube, das Verrückteste, was ich je gemacht habe, war, ich habe mich mal auf einer Seite angemeldet für ein Fetisch-Date, wie ich es nennen würde. So, okay, okay. Weil ich das unbedingt mal ausprobieren. Ja, okay. Für mich war das klar, das soll was sein. Ein Treffen, ich will mal was ausprobieren und das muss für die andere Person auch so sein. Mhm. Und dann weiß ich noch, schreibt er mir auf dem Weg von der U-Bahn-Station zu diesem Ort, wo er gesagt hat, der Adresse, es ist eigentlich nicht sein Zuhause, sondern es ist ein angemieteter Kellerraum. Was? Und ich soll dann da durchgehen und an der Tür klopfen. Und in dem Moment, ich weiß noch, ich dachte mir so, oh mein Gott. Was mache ich jetzt? Das war's so. Ich bin 5 Minuten davon entfernt. Also es hätte auch gefährlich sein können. Aber ich habe zumindest, also ich habe mir immer wieder vorgeschoben, so dieser Typ hat mir Gesichtsbilder geschickt, sein Profil ist verifiziert. Mhm. Und dann habe ich da geklopft und er hat die Tür aufgemacht. Auf jeden Fall haben wir dann halt ein paar Dinge ausprobiert und am Ende, und das fand ich mega cool dran, haben wir einfach noch eine Dreiviertelstunde ganz normal drüber geredet. Und dann, also, dann hattet ihr euer kleines Kaffee-Date sozusagen. Ja, genau, ob so die, was so Rollenverteilung betrifft, ob das für ihn auch im Alltag so ist. Da hatte ich aber auch den Eindruck, dass man einfach im Schreiben viel offener einfach ist. Da kommuniziert man einfach wildfremden Personen in irgendwelche Vorlieben. Also zu Hause, in deinem Safer Space, anonym. Genau. So. Wir haben aus unserer Community tatsächlich auch eine Geschichte bekommen, wo ich glaube, wenn mir die passiert wäre, ich wäre schon nach den ersten 10 Minuten gegangen. Ich zeig's euch mal. Ich hatte mal ein richtig komisches Online-Date und zwar mit einem Typen, der mit einem Dracula-Mantel zum Treffen erschienen ist und mit einem Gehstock, der einen Totenkopf obendrauf hatte. Mit dem ist er dann einfach so gegangen. Aber es hat sich herausgestellt, dass er ein total lustiger Typ ist und wir haben dann tatsächlich mindestens 4 Stunden miteinander gebummelt. Ich habe noch einen Kumpel von ihm kennengelernt und ich habe mir gedacht, juhu, vielleicht habe ich jetzt 2 neue nette Kumpels dazu gewonnen. Aber dann hat er mir zum Abschied so ein Kärtchen, ein Didelkärtchen in die Hand gedrückt und da drauf stand, wir 2 gehören zusammen. Und dann dachte ich mir so, Mist, das war's dann wohl. Ach, süß, oh. Mist. Mist. Jetzt haben wir ja schon einige crazy Dating-Geschichten von euch aus der Community gehört. Wenn ihr noch weitere Stories habt, dann schreibt sie uns doch mal unten in die Kommentare. Wenn ich jetzt aber merke, dass für mich dieses Date nur freundschaftlich ist, also dass da nicht mehr draus werden kann, aber für die Person gegenüber das nicht so ist, wie kommuniziere ich das richtig? Ich würde sagen, offen und direkt, mit ganz viel Empathie. Und ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Hast du so ein paar Sätze, ja, die du da mitgeben kannst? Ich würde, glaube ich, einfach immer, also es gibt in der Psychologie die sogenannte Sandwich-Methode. Du kannst halt sagen so, hey du, ich hatte voll einen schönen Tag mit dir, richtig gute Zeit, du bist ein richtig toller Mensch, aber pass auf, bei mir, ne, vibes vielleicht nicht so, es funkt nicht so, das hat nicht gefunkt. Aber um wieder zum Positiven zu kommen, ich finde dich ganz toll, ich wünsche dir alles Gute. Also bei mir war es immer so, ich habe geschrieben, will dich nicht verletzen, aber ich glaube, du bist einfach nicht mein Typ oder ich habe das Gefühl, es funkt einfach nicht zwischen uns. Also du bist einfach ehrlich dann in dem Moment. Ja. Wenn man jetzt das erste Date hatte und es lief so richtig, richtig gut, wie schreibe ich die Person danach an? Schreibe ich die Person an? Warte ich, bis die Person anschreibt? Wie lange warte ich? Das ist ein kritischer Moment so nach dem ersten Date. Ja, also auf gar keinen Fall. Es gibt ja diese 3-Tage-Regel. Mhm. Ne? Willst du gelten, mach dich selten und so. Absoluter Bullshit, ganz ehrlich. Ey, wenn ihr Interesse an der anderen Person habt, ich sag's auch nochmal in die Kamera, wenn ihr Interesse an der anderen Person habt und sie gerne wiedersehen möchtet, weil ihr echt ein schönes Date hattet, schreibt der anderen Person, der sagt, hey, ich hatte voll das schöne Date. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich fand es auch immer total schön eigentlich, wenn man von einem Date nach Hause gekommen ist und dann guckt man auf sein Handy und dann hat man so eine Nachricht, hey, bist du gut angekommen? Ich fand's voll cool, also so praktisch direkt danach, weil das dann immer für mich von so sehr großem Interesse irgendwie gezeugt hat und das fand ich immer total schön. Nochmal Infos dazu, wie euer erstes Date aussehen könnte, seht ihr hier oben im Psychologie-Video. Und hier unten findet ihr ein anderes Video, wo wir schon mal mit Pia gedreht haben. Da geht es um ihre Spritzenphobie.